Also wir befinden uns eigentlich in so einer Art Kulturkampf. Wo quasi neue Werte, die durch das Internet populär geworden sind, Werte wie Transparenz, wie Offenheit, Zusammenarbeit, quasi in so einem Kulturkampf oder Clash of Cultures mit alten Werten, wie früher Wirtschaft und Gesellschaft funktioniert hat, zusammenknallen. Und das finde ich halt eine sehr spannende Zeit, weil es einfach vollkommen unklar ist, was die Zukunft bringen wird und welche Werte, welche Formen von Zusammenarbeit sich durchsetzen werden. Wie gehen wir damit um, dass wir als Gesellschaften es zulassen, dass wir quasi privatisierte Öffentlichkeiten erhalten, wo einfach Unternehmen quasi durch eigene Regelsetzung, aber auch durch Technik quasi für uns die Regeln vorschreiben, wie wir zukünftig kommunizieren und in einer Öffentlichkeit agieren. Und wo eigentlich ja, jeden Tag an unterschiedlichsten Fronten quasi so dieses Wechselspiel noch austariert wird und wo quasi ja, eine neue Generation mit diesen neuen Werten alles in Frage stellt, was den Status quo irgendwie ergibt. Also ein gutes Beispiel ist die Geschichte um Aaron Schwarz, einem jungen Entwickler, der quasi im Teenageralter mit großen Koryphäen, die seine Eltern oder Großeltern sein konnten, zusammengearbeitet hat, an Webstandards mitentwickelt hat und der zunehmend politischer wurde und sich dann irgendwann zu diesem Bereich Informationsbefreiung zugewandt hatte, um auch quasi durch eine Art von zivilen Ungehorsam dieses System, wie wissenschaftliches Wissen privatisiert wird, zurückgehalten wird, quasi auf den Kopf zu stellen, beziehungsweise dadurch, dass er riesige wissenschaftliche Datenbanken quasi abgegrast hat, heruntergeladen hat, mit dem Ziel, sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, weil eigentlich waren diese wissenschaftlichen Ergebnisse von der Öffentlichkeit finanziert, aber dann durch den traditionellen Wissenschaftsbetrieb quasi privatisiert und verschlossen. Also dass er dann quasi deswegen vor Gericht gestellt wurde. Man wollte ein Exempel an ihm statuieren. Es war von mehreren Jahrzehnten Gefängnis die Rede und er hat sich auch wahrscheinlich durch diesen Druck dann selbst umgebracht. Also da ist noch eine menschliche Tragödie reingekommen, dass halt ja quasi für einen jungen Menschen Mitte der 20er einfach das zu groß wurde. Dabei wollte er eigentlich nur ja, Wissen öffentlich zugänglich machen, damit mehr Menschen quasi auf diesem Wissen aufbauen können und noch viel mehr Wissen für alle schaffen können. Ja, SOPA-PIPA war so eine der größten netzpolitischen Debatten der USA, wo es halt darum ging, dass irgendwie um 2011, 2012 herum sich Hollywood, die Entertainment-Lobby, massiv durchgesetzt hatte im politischen Washington, um neue Regeln fürs Netz zu schaffen, die halt so Mechanismen wie Netzsperren und eine zunehmende Überwachung des Netzes als ja, Teil der Durchsetzung eines veralteten Urheberrechts durchzubringen, was halt massiv an der offenen Architektur des Internets oder die offene Architektur des Internets verändert hätte. Es ging eigentlich um so einen Kulturkampf, ob wir das Internet zu so einer Art Kabelfernsehen 2.0 machen können. Also quasi zurück zu, das hat aber früher anders funktioniert, das muss wieder genau so funktionieren. Oder ob man akzeptierte, dass das Internet einfach ganz, der alle Regeln auf den Kopf stellt und einen neuen Raum schafft. Und bei SOPA-PIPA gab es halt diesen Kulturkampf, dass auf der einen Seite halt die mächtigen alten großen Lobbys der Entertainment-Industrie standen, auf der anderen Seite sich quasi eine digitale Zivilgesellschaft mit großen Netzunternehmen von Facebook, ja, oder von Google bis Mozilla vernetzte, die damals das Lobbying in Washington noch gar nicht so ernst genommen hatten, die aber durch
massive gemeinsame Aktionen wie einem Blackout Day, also dass halt große Webseiten in den USA für einen Tag geschwärzt waren, um auf eine gemeinsame Petition hinzuweisen, Millionen von Menschen versammelt hatten, die halt quasi ihre Stimme auch in Richtung politisches Washington erhoben haben, um quasi ja, diese Gesetze zu verhindern. Das ist aber ein sehr amerikanischer Ding gewesen. Einerseits diese Verbindung zwischen Zivilgesellschaft und Unternehmen, die, sagen wir mal, in Deutschland so nicht funktionieren würde, wenn, sagen wir mal, die digitale Zivilgesellschaft sich hier mit Google verbünden würde für irgendwelche Sachen. Dann wäre man für immer verbrannt als irgendwie von Google gekauft. So, ne? Deswegen hätte man hier mehr den Abstand. Aber wir haben ganz andere Auseinandersetzungen gehabt. Ein Beispiel 2009, die Diskussion um das Zugangserschwerungsgesetz, die Netzsperren, die damals Ursula von der Leyen als Familienministerin einführen wollte und die es auch eigentlich durch die damalige Große Koalition in Gesetzesform geschafft hatte, aber nie wirklich in Kraft getreten ist, weil sich auf einmal in diesen neuen Öffentlichkeiten im Netz eine riesige Opposition gebildet hatte, die politisch gar nicht abgebildet wurde, weil im Wahlkampf wollte sich keiner so von den traditionellen Parteien irgendwie hinstellen und als irgendwie kinderpornografiefreundlich darstellen, weil man leicht in die Ecke gerückt werden konnte, weil das war ja das Ziel, man wollte doch nur was gegen Kinderpornografie tun und alle, die dagegen waren, die werden halt Fans von Kinderpornografie. Aber trotzdem hat sich massiv etwas durchgesetzt, was wir vorher so nicht kannten, ne? Nämlich, dass sich viele Leute zusammengeschlossen haben und was auch für die Politik nicht greifbar war, weil da war zum ersten Mal irgendwie keine großen Organisationen dabei, es waren keine großen Unternehmen, sondern es war einfach eine riesige vernetzte Zivilgesellschaft von Einzelbürgern, die damals die größte Petition beim Deutschen Bundestag gemacht hatte, wo 140.000 Leute sagten, wir sind auch gegen Kinderpornografie, aber diese Netzsperren sind eine große Gefahr für unsere Demokratie. Das war sozusagen der eine Teil. Der andere Teil war dann 2012, als ACTA, quasi dieser internationale Handelsvertrag zum Stopp der Piraterie, also quasi SOPA PIPA auf internationaler Ebene, in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, gestoppt wurde, indem halt auch sich auf einmal ad hoc viele Leute zusammengetan hatten, ohne Organisationsinfrastruktur dahinter, die über das Netz dann auf einmal in Deutschland an einem Aktionstag bei minus 10 Grad im Februar in 60 Städten 100.000 junge Menschen auf die Straße gebracht haben, die einfach mal sagten so, es reicht uns mit dieser ständigen Grundrechtseingriffen, um halt so ein altes System, nämlich dieses System irgendwie, dass das veraltete Urheberrecht auch radikal durchgesetzt werden muss, ohne Reform und ohne koste es, was es wolle, dass das endlich mal ein Ende haben muss. Und das hat ACTA halt gestoppt, ohne dass halt irgendwie eine Zivilgesellschaft mit Google und Co. dagegen vorgehen konnte. Das war ja für viele irgendwie hier unvorstellbar, ne? Also bei uns klingelten die ganze Zeit irgendwelche Journalisten, versuchten investigativ rauszufinden, wie uns da Google unterstützt hat, weil Google ja in den USA auch irgendwie da mit bei SOPA PIPA dagegen war. Und das muss ja bei uns auch sein, sonst würde ja keiner auf die Idee kommen, gegen ACTA vorzugehen. Aber wir hatten halt sehr gute Gründe, weil wir der Meinung waren, das ist ein weiterer Schritt, der zementiert diese alten Regeln. Und das führt dazu, dass darüber dann wiederum Netzsperren, aber auch viele andere Grundrechtseinschränkungen in der digitalen Welt legitimiert werden. Und wenn wir das nicht verhindern, dann zementieren wir quasi die alten Strukturen. Während aber noch vollkommen ungeklärt ist, ob nicht irgendwie diese neuen Strukturen viel zukunftsgewandter und viel besser für unsere Gesellschaft sind. Wir versuchen auch immer mehr Menschen zu ermuntern, selbst in dieser Demokratie als Bürger, als einfach nur, ja, als auch Unternehmen mit Bürgerinteressen irgendwie teilzuhaben, die eigene Stimme zu erheben, weil es geht ja letztendlich um unsere digitale Gesellschaft. Es geht ja darum, in welcher digitalen Gesellschaft wollen wir leben, welche Regeln geben wir uns. Und da gibt es natürlich die einen, die halt dann irgendwann resigniert zurückgehen. Große Teile der Piratenpartei waren mal hochmotiviert, haben sich die ganze Zeit nur bekriegt. Da ist halt leider uns auch in Deutschland ein Teil durchweg gebrochen an motivierten Menschen. Und wir versuchen trotzdem, dieses Gefühl zu vermitteln, dass halt Einmischen in einer Demokratie was bringt und dass man halt nicht aufgeben sollte und dass man einen langen Atem haben sollte, weil
diese Debatten, die wir führen, die müssen wir auch teilweise immer wieder führen, weil alle 2 Jahre sind die Probleme teilweise immer noch nicht gelöst, aber es gibt auf einmal ganz viele neue Player, die mitdiskutieren wollen, die aber dann wieder von vorne anfangen. Und dann ist natürlich unsere Herausforderung, immer den Leuten zu erklären, ja, natürlich haben wir das vor 10 Jahren schon diskutiert und es hat sich aber noch nichts verändert und wir müssen das weiter diskutieren, weil auf der anderen Seite sitzen viele Leute in Unternehmen, die sitzen einfach ihre Zeit ab und wissen halt irgendwie, ja, ihre Zeit wird kommen, weil sie haben das ganze Geld und können Leute beschäftigen, die sich da für sie einmischen, für ihre Interessen. Aber eigentlich sollte sich jeder einmischen in einer Demokratie.